Da unten. Was ist ja. es? Wildschwein. Okay. War's das? Bin ich schön. Ich höre noch eins. Wo? Links wieder an der gleichen Stelle. Das war das Wildschwein. Jetzt war's. Ist es tot? Ja. Ist halt Stufe 18, ne? Vorhin war es 7, jetzt 18. Da kommt das nächste. Stufe 28. Perfekt. Ja, auch tot. Scheiße, Mist. Da hinten kommt was. Ja. Auch 28, ne? Perfekt, tot. Kommt das nächste? Jo. Jaguar. Mein Gott. Da auch ein Wildtier wieder. Huch. Wann ist das Ding eigentlich fertig? Jetzt kommt hier wahrscheinlich der Endboss. Huch, Glück gehabt. Okay. Häuten, das Ding, was gibt es? Ah, ist fertig oder was? Ja, ist fertig. Boah, zum Glück. Boah, Speck? Ja, ich hab einfach keinen Platz mehr, ne? Das ist ein bisschen doof jetzt. In meinem Fall. Wo ist der Jaguar? Der ist da nach unten gefallen. Du musst das Ding einsammeln. Was für ein Massaker von Wildschwein. Ich habe auch keinen Platz mehr. Shit. Was machen wir? Da CS Fleisch raus, Leder. Haben wir genug. Wir müssen zurück, weil wir haben. Ich habe fast kein Wasser mehr. Ich habe die Hälfte noch. Ist alles okay bei mir. Und fast kein Oxid mehr. Oxid habe ich 47 Stück. Da kannst du das ja locker bei mir holen. Ah, warte mal. Weißt du, was ich habe? Wir haben noch einen Wolf. Ah! Junge! So. Bei dir auch noch, ne? Gott. Nein. Darf ich bitte wieder hoch? Danke sehr. Komm runter. Oh, wir haben hier noch ein paar Tiere, die wir essen müssen, ne? Also wir haben zu wenig Platz für alles. Ich habe zum Beispiel keinen Platz mehr für Leder. Warte, Schwefel brauche ich ja jetzt aktuell nicht. Kürbis esse ich jetzt mal so. Jetzt habe ich wieder Platz. Mehr Knochen. Nicht schon wieder Gegenstand kaputt. Also ich gehe zurück, ne? Sieben Stück Fleisch. Weißt du was, ich komme auch wieder dunkel hier. Ja, ich habe echt schnell eine Sauerstoffstelle gebaut. Bei mir. Also. Hier ist. Hast du gezogen? Ja. Wir gehen jetzt zurück, bauen uns dort schnell zwei Schlafsäcke, damit wir die Nacht skippen können.
Also ich habe jetzt Unmengen an Futter dabei, ne? Also... Alles kochen, das gibt DP. Wie viele Knochen hast du? Weil ich überlege mir gerade... 98. Oh, mit Leder und Knochen kann man Knochenpfeile herstellen. Ich stell mal her. Willst du mir deine Leder und Knochen geben? Wo bist du? Till? Ach, da. Lederknochen, yo. Inventur, hier. Leder. Und dann die Knochen. Bin ich gerade doof? Hier. Perfekt. Wo war die Hütte eigentlich? Am Wasser. Also Richtung Süden, ne? So Süd, da durch diese Fels... Dinge. Formation, jo, genau. Warum kann ich jetzt keine mehr herstellen? Ah, Knochen fehlen mir. Boah, das verbraucht richtig viel Knochen, ne? Das heißt... Was, die Pfeile? Ja, die Knochenpfeile. Dafür machen sie aber viel mehr Damage. Stimmt. Ich will doch hier. Danke sehr. Ich hab mal die Fackel angeschmissen. Ich auch. Bisschen dunkel hier. Stimmt, man kann sie ja irgendwie ins Dingens nehmen. In den L-Slot. Kannst du sie packen. Ja, total verpennt, ne? Und langsam wird's kälter. Und ich muss dringend trinken gleich. Dringend? Bei mir geht noch so ein Drittel oder so. Na, bei mir nicht so. Unten ist Wasser. Wasser! Oh ja, perfekt. Und dann gleich ein Bett bauen, also zwei Bäder bauen. Betten bauen. Oh, ich hab Durchfall. Ja, du hast zu wenig weiterhin reingetrunken. Ich hab keinen Durchfall diesmal. Hauptsache meine Fackel kann im Wasser brennen. Das die. Oh, jetzt noch auch noch arschkalt. Bei 10 Grad ist doch nicht normal. 9 Grad. So. So, kann ich... Ich brauche 20 Leder und 10 Felle. Warte mal. Till? Geh auf den Boden. Ich habe zu viel Platz. So, jetzt hops. 2 Stück. Warte mal. Ich muss mal kurz schnell was bei einem Baum fällen. Oh. So, bist du im Bett? Jo. Ach, ich muss nur, man kann nur zwischen einem aktiven, warte mal kurz. Habe ich hier Feuer? Ich muss Brennholz reinpacken. Toll, ich habe das Holz genau weggeschmissen. Warte mal. Ich habe Stöcke hier, ist alles okay. Ich habe hier mal kurz eine Kiste. Du kannst jetzt pennen. Nice. Guten Morgen. Morgen. Ja, eine Kiste, wenn du irgendwas für die Nachwelt da lassen möchtest. Das lasse ich da und das lasse ich da. Also. Zurück zur Base.
So. Richtung Südost war es, ne? Immer noch. Norden. Schau mal, wo ich laufe. Ich muss ja jetzt hier hochkommen wieder. Ach so, ja, wär klug, ne? Hey, warum bin ich so scheiße mit Pfeil und Bogen? Übung macht den Kleister vielleicht. Keine Ahnung. Ich weiß, dass ich bald Level 8 bin. Das ist perfekt. Junge. Wir gehen zurück. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Hast du den Hammer schon mal ausgewählt? Jo. Perfekt. Ach, du bist schon drin. Oh mein Gott, wie schnell warst du jetzt hier? Ich bin einfach über die Steine. Lalalala. Ich bin ein bisschen draußen beim Sturm, ne? Out of memory. Nein, oder? Doch. Out of memory. Nein! Wegen dem Blitze wahrscheinlich. Keine Ahnung. Denk mal, wir können ja eh hier grundsätzlich beenden, ne? Nein, ja. Mir fehlen noch 3 Minuten. Ja, mir auch. Können wir hier ein bisschen im Homescreen quatschen. Naja, Icarus ist ein grundsätzlich schönes Spiel, ne? Ein gutes Spiel eigentlich, aber wie man sieht, ja. Ist hat halt Early Access und so, ne? Wirklich? Revision 1.2.25.1.04329-SHIPPING-STYX. Man kann es sogar kopieren. Warum soll das mal kopieren? Um es in eine E-Mail zu packen? Wahrscheinlich schon, ne? Naja, war nicht so wild. Ja, ich denke mal, in der nächsten Session machen wir ein bisschen andere Dinge. Zum Beispiel Wände bauen oder Wände. Nee, in der nächsten Session will ich die Mission fertig haben. So. Damit wir endlich irgendwie eine andere Mission haben. Ja? Macht das Sinn? Aber weißt du was? Eigentlich ist gut. Wir haben letzten Session 10 Folgen gemacht. Da wir ja von 8 bis 11:30 oder so gemacht haben. Jetzt konnten wir 4 Folgen machen, heißt, wir haben jetzt 14 Folgen, heißt, wir haben 2,8 Wochen jetzt durch, ne? Weil wir Montag und bis Freitag, also Wochenende haben wir Wochenende. Ja, stimmt. Also sind eigentlich safe. Wenn wir nächste Woche nochmal ein bisschen aufnehmen, dann sind wir auf jeden Fall gut. Wenn wir so weitermachen, dann kommen wir auf den grünen Zweig mal wieder nach etlichen, wie soll ich sagen? Ja, genau, so etwa. Naja. War eine kurze Session, aber du eben, diese Woche ist sonst chaotisch und so und. Ja, Kind krank, komplett alles anders. Was will man mehr machen? Naja. Soweit, so gut. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Übrigens, ich nehme jetzt nur noch in 2K auf. Vielleicht, ich weiß nicht, juckt das jemand überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob es jetzt 4K, 2K ist. Also, ich deabonniere dich sofort, weil ich wollte nur 4K schauen. Auf Junge, meinem 4K wird irgendwann dann Premium-Mitglieder zur Verfügung. Also nur noch. Sie wollen es, glaube ich, einführen, YouTube. Dass es nur noch Premium-Mitglieder 4K und 8K sehen können. Und bis so mit 2K also 8K, dann. 8K, okay, gut, kann man drüber reden. Ja, aber vor 4 Jahren oder so. Oder 5 Jahren war das, ach, das heutige 8K war das 4K-Dingens, ne? Oder 2K? Wann haben sie aber 2K angeführt? Also UHD. Ne, UHD ist ja 4K. HD Plus oder wie hieß? Ne, Full HD Plus? Ist das 2K?
So viel der Name der ganzen Quatsch. Den ich ja geschickt habe von SRF, sie können nicht in UHD die FIFA WM 2020 ausstrahlen. Ja gut, SRF nicht kann, würde mich nicht wundern. Ja, aber trotzdem sind wir fast 400 Franken jedes Jahr. 300 irgendwas, ne? Ja, mit Mahnung dann bei 400. Ja, warum Mahnungen? Keine Ahnung, Mann. Ich sehe die Rechnung und denke mir, warum soll ich so einen Scheiß bezahlen? Er geht in die Ecke, dann kommt die erste Mal, warum soll ich so einen Scheiß bezahlen? Ja, so läuft das halt, ne? Ja. Aber sie wollen es ja, glaube ich, mit einer Petition irgendwie auf 200 drücken. Aber wann das dann kommt... Können wir das nicht einfach abschaffen und... Junge, das war mal vor 2-3 Jahren eine ja, Dingens. Wir haben sie abgeschafft. No Bilag haben wir ja abgeschafft. Dann haben sie gedacht, okay, ihr habt Bilag abgeschafft. Nee, dann wir jetzt auf. Nee, wir haben ja das. Es war ja zur Abstimmung. Und dass die Bilag, also die Fernsehgebühren abgeschafft wird. Und wir haben dagegen gestimmt. Wir haben dafür, also das Volk, die Mehrheit hat für diese Abgaben gestimmt. Und ich glaube wiederum, das Große war oder generell das Doofe dagegen ist eben, die Mehrheit, die abstimmt, sind, ich sag mal so, über 50, über 60. Und diejenigen konsumieren das ja auch. Und somit kommt das Ganze zustande, wenn natürlich, ich sag mal so, in 20 Jahren. Jetzt sieht das. TikTok und Insta und Netflix. Ich denke, in 20 Jahren oder in 10 Jahren ist das kein Thema mehr. Wenn das in 5 bis 10 Jahren nochmal kommt, dann werden die Gebühren abgeschafft, so 100% kann ich jetzt schon sagen. Weil dann vielleicht die ältere Generation, die das noch konsumiert, aktiv, dann über den Berg ist. So doof gesagt. Und ja, wenn die dann weg sind. Also weißt du, ich bezahle lieber, wenn ich Formel 1 schauen will, mache ich beim SRF ein Abo, zahle den 200. Das kommt auch noch. Sollte kommen. Die Online-Dienste, die du nutzen solltest, habe ich gehört, sollten ein Abo bekommen. Also du bezahlst die 365 Gebühren pro Jahr und dass du das konsumieren kannst, ohne dass du ein TV-Abo zusätzlich hast, sollst du dann auch noch zusätzlich bezahlen, dass du das konsumieren kannst. Also ich verstehe das Ganze nicht. Aber egal. Für das das Reitsport kommt den ganzen Tag. Ja, egal. Spielt keine Rolle. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Session, was auch immer wieder. Bis dann, einen schönen Abend. Tschüss. Und das war's. Wir sehen uns wieder, wenn der Wolf uns umbringt. Und das Speer übrigens mich auch, ne? Der nächste Short kommt. Peace.